Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Du und Destiny. Ich hätte den Namen des Spiels beinahe vergessen. Herrlich! Jetzt bin ich hier in dieser Eiswelt und mein Schiff, da oben ist es. Also, ich wollte gerade sagen, und suche mein Schiff, denn ich muss hier woanders hinreisen. Ich muss schnell weg hier, ich muss weg. So, okay. Und zwar muss ich zu den Sümpfen, denn dort soll es wohl weitergehen, hat der liebe Barbarenbarbier gesagt. Und wer schummelt mich an? Ich glaube, wenn der Barbarenbarbier sagt, ich muss als nächstes zu den Sümpfen, dann muss ich wohl als nächstes zu den Sümpfen. Okay, gut, machen wir das doch. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Ich gehe hier rauf und hier rauf. Und dann fahren wir dort runter. Und ein kleines bisschen bin ich froh, wenn diese Let's Play ist zu Ende. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es stimmt, was auch der gute Gecko Klamber schon geschrieben hat. Die Pause, die ich gemacht hatte hier bei diesem Spiel, hat definitiv gut getan. Weil da doch ein bisschen die Luft raus war dann zwischendurch. Doch, definitiv. Da bin ich ehrlich gesagt ganz froh drüber, dass ich da ein Päuschen gemacht habe. So, und das müsste hier das mit den Sümpfen sein. Genau. Wenn es das nicht ist, ja, dann habe ich Pech gehabt. Stimmt, da bin ich nochmal umgedreht, oder? Mein Hals. So. Ah, ich glaube schon, dass ich da nicht weitergemacht habe. Dann machen wir hier weiter. Und wehe. Und wehe. Ja, gut, komm, guck da mal. Und wehe. Ich kann das noch nicht. Dann muss ich leveln. Und hier ist überall Gold. Ich werde kaum angegriffen bisher. Das ist auch schon mal schön. So. Und ich bin gespannt, wie viel dann noch kommt. So, jetzt werden wir hier mal testen. Blutiger Angriff, den mag ich ja mittlerweile recht gerne. Und ich glaube, ich muss wieder noch irgendwas ausrüsten. Und ja, stimmt, ausrüsten sollte ich auch noch. Wir haben Fähigkeiten gekauft letzte Folge. Ne, war es nicht so? Wie ist es hier mit Feuerwand? Oh, gut. Feuerwand. Hals. War. Hey! Hey! War durchaus gut. Was denn? Ach, kommt doch, ey. Okay. Merke schon, also sie sind durchaus stark. Also ich müsste da durchaus. Anständiger vorgehen. So, jetzt in der. Jetzt machen wir es wieder mit Ernsthaftigkeit. Ah, falsch. Nein. So. Nahrung. Panino. So, machen wir mal ganz. Da machen wir noch. So. So, jetzt pass mal auf. Da haben wir noch Fertigkeiten dazu bekommen, oder was? Ich will ja eigentlich jetzt gar nicht. Ach, come on. Ja, den können wir vielleicht noch dazu packen. Ja, doch. Oh, ich habe jetzt gerade auch gar keine Lust, hier zu schauen, was ich hier noch dazu gekauft habe. Wirbelwindangriff. Okay. Herausforderung 2. Achso, das war eine mit Hate. Wirbelwind war ohne Hate. Klingenkaskade war ohne Hate. Wirbelwind ist wahrscheinlich besser als Klingenkaskade. Heiliger Schlag war mit Hate. Naja, machen wir das mal. Und hier haben wir, ja, sengender Knall. Für einen Gegner. Speer des Meeres. Für einen Gegner. Ach, da haben wir diese Barrieren. Ja, aber brauche ich die denn? Die will ich jetzt auch gar nicht auswählen, muss ich sagen. Was hast jetzt du hier noch? Ach, die hier hätte der noch. Nein, die nicht. Diese hier. So. Das muss jetzt erstmal reichen. So. Dann. Ach, hier oben haben wir auch schon wieder Zeugs. Man sollte vielleicht aber auch richtig laufen. Das würde auch durchaus Sinn machen. So, und jetzt werden wir ja gleich mal testen. Jetzt ist das Ganze ja ein bisschen verschoben. Ja, greif erstmal mit Giftatem an. Ich hab dich auch lieb. Ja, jetzt hörst du mal auf hier. So, du darfst jetzt... Mach mal Stärkesegen. Stärkesegen ist sicherlich ganz interessant. Feuerwand war hier sinnvoll. Wobei ich vielleicht das andere auch noch austesten sollte. Machen wir mal auf den hier, weil der andere eh schon fast hin ist. Also stark sind sie schon. Kannst du sagen, was du willst. So, mach du mal die ultimative Verteidigung und bitte, nein, zieh doch bitte. Hallo, für was hast du das denn gemacht, wenn sie dann den Hate nicht auf dich ziehst? Nein! Ja, gut, dass der auch so mit einem Schlag down ist, trotzdem.
Ja. Ja, mei. Also, nee. Okay. Es greift ja so an. Egal. Oh. Also, heute habe ich es nicht so drauf, ne? Nicht unbedingt. Greif du einmal normal an. Also, die sind schon stark hier. Nein, das war... Och, das war falsch. Autsch, und die Facepalm hat jetzt in der Tat wehgetan. Die Facepalm könnte durchaus auch zu Kopfschmerzen führen. Aber egal. So, der greift normal an. Das perfekte Selbst. Mach das mal. Stimmt, das setzt ja dieses All. Okay. So. Ja, das war jetzt ziemlich schwachsinnig. Lass mal die Kartoffelchips hier nutzen. Und hier die Locker-Cola. Damit das mal ein bisschen aufgebraucht ist. Weil so viel Kleinkram brauchen wir hier nämlich auch wieder nicht. So, jetzt sind wir hier unten. Brauchte jetzt einen kleinen Moment, bis ich realisiert habe, wo ich hier eigentlich bin. Es ist ja doch ein bisschen verwirrend, diese Screens hier. Und am Ende wartet wahrscheinlich irgend so ein riesen fetzen Oberboss auf mich, gegen den ich eigentlich gar nicht kämpfen will, weil er so ein überfetzen Oberboss ist. Ich bin gespannt. So. Manchmal sollte ich nicht auf meine Stoppuhr achten. Okay, ich sehe schon, da muss es wohl Geheimgänge geben. Ja. Aha. Okay. Jetzt bin ich hier. Weil ich darauf gerade gesehen habe, dass mir beschrieben wurde. Machen wir mal den toxischen Schlag. Ich will den Eissturm mal austesten. Nee, der hat hier... Der bringt hier nicht viel. Hier mal ein zauberndes Lied. Nice. So. Aber das mit dem Hate bringt mir hier irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Der Hate bringt hier null. Ach, ich bleibe hier echt beim blutigen Angriff. Ach, ich hätte... Gut. Mann, hör doch mal auf hier. Ihr seid doch solche... Oh, Mensch. So, aufgeräumt hier. So schaut's aus. So, mach mal den Wirbel den Nacken. Ah, der, da, ah, da! Ah! Ah! Sehr schön. Der geht ja auf mehrere. Ups. Und, da waren wir. Hast du mir das schon geschrieben? Wahrscheinlich schon, oder? Ich hab's ein bisschen ignoriert. Vermutlich. So, jetzt müssen wir doch wohl erstmal da lang gehen. Na super. Okay. Jetzt wird's verwirrend. Finde ich super. Ich liebe verwirrende Dungeons. Nicht. Ah, okay, er ist nicht verwirrend. Gut, dann schauen wir uns hier noch kurz um. Dann nehmen wir also das hier mit. Und, na, das hier. Wie viel Gold haben wir denn jetzt schon? Oh, okay. Ah, nein, nein, geht er doch da nicht rauf. So, und jetzt noch hier rüber. Das ist cool. Der bräuchte auch noch einen Massenangriff. Wie cool wäre das denn? So, Feuerwand. Und wenn der jetzt hier noch den Wirbelwind macht. Wow, dann haben wir fast aufgeräumt. Und dann ist ja das Let's Play jetzt richtig leicht. Fast. So ähnlich. Wow. Hat er kaum was gebracht. Und der ist mit 90 relativ günstig, wie ich finde. Für das so ein starker Typ ist. Hier ist nochmal eine Treppe. Gut, und hier ist noch Gold. Alles klar. Zack, zack. Eins, zwei, drei. Und dann hier rüber. Und hier rüber. Und so. Oh Gott, und ich will da gar nicht rein. Ich speichere mal auf einen anderen Pfeil. Und ich hätte vielleicht... Moment. Oh, ich habe noch Zeit. Gut. Mich vorher nochmal anständig ansehen müssen, ob ich denn noch irgendwo Nachholbedarf habe. So. Jetzt speichern wir nochmal. So, jetzt darf es hier weitergehen. Okay. Moment mal. Okay. Weil es hier so einen blöden Schattenwurf gab. Nicht, dass da ein Durchgang gewesen wäre. Oh.
Da ist da der Zwerg. Hallo? All das Wissen, all diese Schriften, uralte Papiere, Bücher. Ich kann kaum beschreiben, wie sehr ich Bücher liebe. Vielleicht. Ah, okay. Dann war mit reichte Destiny ist nicht gemeint, das Hotel, sage ich schon. Die Burg, sondern generell das ganze Reich. Okay. Das hatte ich fast vermutet. Und das ist die Bücherei. Vielleicht sollte ich darüber singen. Aha. Erzähl mir nicht, dass diese Ungeheuer deine Band sind. Was? Oh, oh. Okay. Dann lasst uns hier mal Arm zur Trümmerer machen, in der Hoffnung, dass es einen negativen Status gibt. Da machen wir erstmal das hier, damit es hier einen positiven Status gibt. Du machst das hier, damit du voll ausgerüstet bist. Und du machst das hier. Gut. Okay, der Angriff war jetzt gar nicht so übel. Und der hat tatsächlich starke Down bekommen. Wow! Das ist ja übel, was die da treiben. Okay, aber zwei haben schon mal Stärke nach unten. Du magst noch Stärke sägen. So. Und du darfst Wirbelwindangriff machen. Der... Ah, verdammt, ich wollte die Massenattacke machen. Okay, gut. Die kompletten Punkte, die die abziehen, bekommen die... Oh, Mist, ich wollte mit einer Attacke angreifen. Okay. Ja, okay. Ich arbeite hier mit dieser Attacke. Definitiv. Supermassiv sollte reichen. Ja, zumal sie auch kritisch war. Gut. Und hier machen wir jetzt mal blutiger. Na, auf den hier. So. Das ist denn heilen ist mies. Nein! Diese Attacke wollte ich nicht machen. So, überall schön Mana-Punkte abziehen. Der Kampf könnte durchaus interessant werden. Also das ist sicher. Gut, der hat also diese Stärke auch schon mal nach unten. Dann machen wir den auch noch drauf. Und zack, bin gespannt. Okay, sieht gut aus soweit. Sieht sehr gut aus soweit. Wir müssen eigentlich nur durchhalten. Ah, oh, Gift auch. Machen wir überall drauf. Müssen wir eigentlich nur durchhalten, bis die keine Mana-Punkte mehr haben. Dann sollte es eigentlich ein leichtes werden. Der hat auch Gift drauf. Dann müssen wir da noch. So, das ist doch der Wahnsinn. Funktioniert doch eigentlich ganz gut. Du machst bitte das stärkere Heilen, danke. Und toxische Schläge brauchen wir nimmer. Ja. Das ist ja eigentlich... Da machen wir hier jetzt das perfekte Selbst. So. Dann ist der nämlich richtig gut gerüstet. Hier nochmal Hirnfrierung. Dann... Ist es ja jetzt eigentlich egal, mit welchen Angriffen ich komme, oder? So, du darfst jetzt schon mal anfangen, Wein zu verteilen. Das Wichtigste bist du, damit du heilen kannst. So. Francis ist aus... Nein, ist nicht ausgewichen. Okay. Ja. Ah, hätte der überhaupt noch hier Entführung gebraucht? Ich glaube nicht. Greif normal an. Ich glaube, der hätte... Okay. Der hätte nicht normal angreifen sollen. Der hätte lieber Mana auffüllen sollen. Ich habe gesagt, lieber Mana auffüllen. Danke. So, der kann jetzt nur noch normal angreifen. Das ist schon mal viel wert. Dann ist der keine Gefahr. Das heißt, ich greife den auch jetzt erstmal gar nicht an, weil er uns kaum schaden kann. Das heißt, ich greife jetzt die an, die noch schaden können. Der hat noch am meisten Leben, also wird der jetzt als erstes mal hier bearbeitet. Und du machst immer deinen Wirbelwindangriff. Dann darfst du ganz normal heilen und dann dürfte der Kampf hier eigentlich ein leichtes sein. Ja, ich denke schon. So, der ist gleich hin. Gut. Und der kriegt die Hirnflirung. Ja, funktioniert super. Ich bin zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Der Kampf, der läuft gerade echt genial. So. Ja, eigentlich hätte das kleine Heilen auch gereicht. Aber wenn wir es können, machen wir es halt groß. So.
Ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft. Ah, jetzt habe ich den falschen Hirnfrierung angewendet. Nicht so schlimm. Mana verteilen wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn Mike das gemacht hätte. Die Buffs sind jetzt alle weg. Aber die brauche ich ja jetzt im Grunde genommen eh nimmer. Von daher ist es jetzt auch gar nicht so schlimm. Aber du darfst doch gerne weiter Wein hier anbringen, weil... So, der hat auch kaum mehr Mana. Er macht es jetzt vielleicht noch einmal, aber öfter macht er das auch nimmer. Dann könnten wir die jetzt, und das wird jetzt gleich lustig werden. So. Mach mal einen normalen Angriff. Du machst auch einen normalen Angriff. Moment mal, warum hat sich unser Viech unten geheilt? Mal Hirnfrierung? Ja, so. Jetzt brauchen wir nämlich gar nichts mehr machen. Jetzt können wir einfach... Moment, bekommt der Leben, wenn er im Nahkampf angreift, Mike? Also wenn er mit einem normalen Angriff... Mike, habe ich was verpasst? Mike bekommt Leben, wenn er mit herkömmlichen Angriff angreift? Danke, Jungs, ich schulde euch was. Ihr habt mich gerettet. Sehr schön. Diese Bibliothek enthält uraltes und verbotenes Wissen. Mit genug Zeit kann ich hier so viel lernen. Aber dieser Ort ist gefährlich. Ich sollte mit diesen Büchern nach Hause zurückkehren und sie dort studieren. Ich? Wieso ich? Ja, warum nicht? Dieser Ort ist schrecklich. Ich glaube, es sollte eher heißen, ihr solltet. Er ist nass und voller tödlicher Monster. Zu Hause wird der perfekte Platz für meine Studien sein. Danke für den Tipp, Freunde. Gut. Die vier Helden basieren auf echten Menschen. Wenn du glaubst, dass sie ein Haufen nerviger, klugscheißender Wichser sind, hast du recht. Deutschlands echter Name ist Marco, Mike ist Michelle, Johnny ist Enrico und Francis ist Francesco. Auch Benjamin ist eine Person, aber er ist ein gutaussehender und charmanter Typ. Benjamins Name ist Francesco. Aha. Schatten Eidos, Dark Eidos, Name basiert auf einem fiktiven Charakter von Marco, Nigel, aus seiner ersten Pen-Paper-Rollenspielsitzung. Er war ein äußerst mächtiger Zauberer, aber nicht stark genug, seine eigenen Kräfte beherrschen zu können. Er hat sich selbst mit einem unglaublichen Feuerball verbrannt. Im ursprünglichen Project One war Nigel der einzige Gruppenführer und der echte Nigel. Marco war so stolz, dass er ständig mit seinen Freunden angab. Er war so nervig, dass die Macher von D&D sich dazu entschieden, die Anführeroption einzuführen. Jetzt ist Nigel nicht mehr der einzige Anführer und alle sind glücklich. Bei mir ist Francis der Anführer, sehr schön. Der ursprüngliche Project One war als Parodiestreich von vier Freunden für Benjamin Ficus entstanden. So schade, dass sie es gemocht haben und Benjamin dazu drängelte, weiterzumachen und es zu beenden. Benjamin Ficus ist übrigens die Real-Life-Person, mit denen ich immer schreibe. Keine Ahnung, ob das Head von der ganzen Gruppe ist, keine Ahnung. Doom and Destiny entstand als Project One Insert Title Here. Ach, man hätte wirklich von links nach rechts lesen sollen. Als RPG ähnlich zu D&D. Es wurde mit RPG Maker erstellt und ist immer noch kostenlos auf thebenjaminficusproduction.blogspot.com erhältlich. Allerdings auf Italienisch. Das könnte für einige von euch also ein Problem sein. Gut, dann haben wir das jetzt auch und dann können wir uns jetzt auf den Weg zurück machen. Oh, ich freue mich. Weg zurück, sehr schön. Nein, muss ich irgendwo heilen? Nicht viel. Naja. Ups. Bisschen Wein verteilen, sicher ist sicher. Dann würde ich zumindest noch gern hier den Ort verlassen. Dafür sollte ich aber richtig laufen. Das wäre von Vorteil. Und dann ist natürlich die Frage, das heißt, du sollst dann theoretisch in der nächsten Folge zurück zu den Zwergen gehen, oder? Gehe ich mal stark davon aus. Aber was dann? Ach, wir werden sehen. Feuerwand. Fuh. Entzauberndes Lied. Fuh. Wirbelwindangriff. Fuh. Ah, das ist so schön, wenn man so viele Massenangriffe hat. Ach, da hätte man vielleicht anders angreifen sollen. Egal. So, Feuerwand. So, und hier machen wir das. Der Schwachsinn ist das andere, hätte genauso gereicht. Egal. So. So, und ich speichere jetzt hier und gehe doch in der nächsten Folge hier raus. Und dann sage ich an dieser Stelle schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.